Luisa, wir wollen dein Zimmer renovieren. Mhm. Was haben wir vor? Die Dateien messen. So, das ging jetzt schneller wie erwartet. Aber ansonsten ist es sehr gut geworden. Der fängt schon an zu verputzen. So, Endspurt. Letztes Stück. Wir werden aber noch mal die letzten Dellen werden weggenommen. Ne? Die ersten Profile sind dran geschraubt. Wir wollen erstmal gucken, ob wir das überhaupt hinbekommen mit dem, was wir da haben. Aber es scheint ganz gut zu funktionieren. Wie der Plan war es, die Profile, die vorher an der Decke waren, auch wieder zu verwenden, dass ich nicht komplett neue brauche. Die Herausforderung, wir haben ja einmal die Holzplatten an der Decke und da will ich direkt die Unterkonstruktion dranbringen und nicht nochmal eine Konterlattung machen, weil ich dann wieder Deckenhöhe verlieren würde. Und deswegen habe ich im Vorfeld schon solche Schienenläufer bestellt. Die kann ich in die TD-Profile reinmachen und dann damit dann praktisch direkt an die Holzprofile gehen. Das klappt ganz gut. Einzige Herausforderung, die Holzbalken von der Decke, die sind nicht ganz gerade. Habe ich mir aber auch schon im Vorfeld überlegt, wie ich das Ganze löse. Das Ganze hier mit so Kunststoffunterlegscheiben. Das ist nicht, wahrscheinlich nicht die hundertprozentige Lösung, aber man kann es ganz gut damit unterfüttern und die Profile halbwegs gerade ausrichten. Haben wir es vergessen? Okay, wir haben jetzt gerade mal die Profile dran gehalten, habe ich mir eine Markierung gemacht, wo ich das ganze Stück jetzt wegflexe. Oha. Dazu habe ich so eine schöne professionelle ultra große Fett. So, wenn ihr keinen Flex habt, könnt ihr natürlich auch eine Blechschere nehmen. Geht natürlich auch. Ja, weil hier bei Flex sind die Schnitte ein bisschen gerade, da kriegt man die Profile. Diese Schienenläufe besser rein. Profile sind jetzt alle festgeschraubt. Jetzt gucken wir noch, ob die gerade sind. Jetzt vielleicht zeigst du mal, wie wir das machen. So, wir gucken, die so halbwegs in einer Flucht sind, indem wir eine gerade Schiene nehmen, die einmal dran halten. Wir gucken, ob da irgendwo Luft ist. Und wenn ja, dann gleichen wir das aus mit den Unterlegscheiben. Ein bisschen Toleranz haben wir. Wobei das hier ganz gut aussieht, oder? Sieht gut aus. Was wir jetzt außerdem gemacht haben, wir haben jetzt hier so da. Und da und hier nochmal so U-Profile festgeschraubt, dass sie hier am Rand auch fix sind. Eleganter wäre natürlich, wenn man hier ein ganzes nehmen würde. Aber ich hatte jetzt nur noch so Reststücke. Und dann haben wir das hier an der Wand auch fest befestigt und haben hier auch kein Spiel später an der Gipskartonplatte. Ein ganz häufig diskutiertes Thema sind die Risse in den Ecken beim Trockenbau. Wie bekommt man das Ganze in den Griff? Meine favorisierte Lösung ist das sogenannte Trendfix. Ja, das ist hier so ein PVC-Band mit einem kleinen Klebestreifen oben drauf. Wenn die Unterkonstruktion fertig gebaut ist, dann geht ihr einfach hin, klebt dieses Trendfix an die Wand, stößt dann mit der Gipskartondecke gegen dieses Trendfix, habt dann den Vorteil, dass ihr bis zur Ecke oder bis zur Wand spachteln könnt. Wenn ihr dann die Oberfläche fertig geschliffen habt, schneidet ihr einfach dieses Trendfix bündig mit der Decke ab und ihr habt dann eine perfekte Oberfläche bis zur Ecke. Die Decke ist von der Wand mechanisch getrennt und ihr habt keine Probleme mit Rissen in der Zukunft. So, nächster Schritt steht an. Wir haben jetzt gerade hier die Gipskartonplatten geholt, in der Größe 2 Meter x 125. Und die kommen jetzt an die Decke. Ich denke, wir fangen hinten an mit der ganzen Platte. Und dann schauen wir mal. Ja?
bei Gipskartondecken ist immer ein bisschen unpraktisch, wenn ihr eine Lampe montieren wollt und ihr habt nur einen Gipskarton und die Lampe ist vielleicht ein bisschen schwerer, man weiß ja nie, dann ist von der Stabilität immer besser, wenn man hier unten drunter noch ein Stück Holz oder eine Holzplatte festschraubt, dann könnt ihr später einfach mit Holzschrauben hier durchjagen und alles mögliche befestigen. Deswegen nehme ich jetzt einfach hier Reste von so einer USB-Platte, die hier noch rumliegen, und schraube die da unten drunter fest. So, kurzer Zwischenstand. Die Gipskartondecke, die ist jetzt hier fertig verschraubt. Ein Schritt vor, zwei zurück. Die Zwischendecke haben wir jetzt doch wieder demontiert. Da, die USB-Platten sind alle ab. Und die Balken werden jetzt runtergesetzt um knapp 30, 40 cm. Ich habe ja vorher die Decke, die Höhe hier angenommen von dem Fenster. Hab gehofft, dass es reicht. Jetzt wo alles fertig war, war eben meine Frau nochmal da und die hat dann doch nochmal gefragt, ob es nicht doch irgendwie noch weiter runter geht. Und zwar werden wir das Ganze so lösen, dass die Balken, die zwei sind schon weiter unten. Hier kommt praktisch vor das Fenster nochmal ein Querbalken. Hier mit knapp einem halben Meter Abstand von der Wand. Dann haben wir hier nochmal einen luftleeren Raum, wo das Licht auch nach oben kommt. Das ist auch nochmal ein Vorteil. Und das Fenster wird sich dann auch noch wieder komplett öffnen lassen. So, nächster Arbeitsschritt. Jetzt ist gespachtelt. Die Längsfugen, die mit der Vertiefung, hier haben wir schon dieses selbstklebende Gewebeband reingeklebt. Das habe ich hier in dem Bereich ganz gerne. Bei den Querfugen nehme ich nochmal dieses Fugenvlies, das Glasfasergewebe, das ein bisschen dünner ist, nicht so sehr aufbaut. Und dann werde ich jetzt alles einmal vorspachteln und morgen das dritte Mal. Beim ersten Mal immer auch bei der Linksfugen das Material ein bisschen reindrücken. Dass das Material auch hinter das Gewebe kommt. Die Decke, die habe ich gestern nochmal etwas breiter bespachtelt, die Stöße und die Schrauben das zweite Mal. Und hier oben den Übergang zu der verputzten Seite Stelle habe ich auch nochmal komplett verspachtelt, vollflächig. So, die Arbeiten gehen gut voran. Jetzt mal wieder in gescheiter Tonqualität, hoffe ich zumindest. Wir haben ein bisschen Hall hier drin. So, ich habe jetzt die Wände alle geschliffen. Gespachtelt, geschliffen und grundiert. Die Arbeitsschritte habe ich hier übersprungen. Jetzt wird das Ganze gestrichen, endlich. Ja, diese Spachtelei, die zieht sich immer ein bisschen, aber das Streichen, das geht jetzt schnell. Das werde ich mit Erlis machen. Die habe ich schon hier vorbereitet. So, mein Erlis-Gerät steht schon da. Das ist ein Akku-Erlis-Gerät von Graco und ja, da werde ich einmal alles vorspritzen, ohne nachzurollen. Und dann werde ich das Ganze heute Abend oder morgen nochmal spritzen und dann eventuell nachrollen. Ne? Ja, kein Zeit verlieren, let's go!
es sind jetzt 5-6 Stunden vergangen und man sieht jetzt schon, dass die Farbe gut durchgetrocknet ist und wir eine wirklich schöne Oberfläche haben. Es scheint nichts mehr durch. Luisa ist auch zufrieden. Daumen hoch. Und jetzt kommt der beste Moment. Also wir sparen uns jetzt den zweiten Anstrich tatsächlich. Wir lassen es so, gefällt mir auch sehr gut. Und jetzt kommen die Folien runter und dazu habe ich professionelle Hilfe mit am Start, mit dem richtigen Shirt. Luisa, du darfst anfangen. Darauf hast du schon lange gewartet. So, jetzt bleiben noch zwei Arbeitsschritte. Das eine wird die Treppe sein nach oben, die müssen wir noch zusammenbauen. Und das andere ist der Boden für die Fläche oben. Dazu haben wir uns jetzt so einen PVC-Belag genommen, mit so einem Filz unten drunter, was auch ganz angenehm ist. Und den werde ich jetzt oben zuschneiden. Mal schauen, wie das klappt. Tada. So, für die Treppe habe ich mich hier für so eine platzsparende Massivholztreppe entschieden. So sieht die aus, Raumspartreppe. Bei Amazon bestellt für knapp 150 Euro. Klar hat den Nachteil, da muss ich einiges noch zusägen, passend machen, aber das sollte funktionieren. Zumindest in der Theorie. So, nach zweimal Abschneiden passt es jetzt, die Treppe oder Leiter oder wie auch immer sitzt, ist gerade, ist auch so, dass die Tür gerade noch so zugeht. Yes! Luisa hat hinten schon einen Hängestuhl bekommen, mit einem Haken im Holzbalken, das hat sie sich gewünscht und oben der Boden sitzt. Jetzt bauen wir noch ein Geländer für oben, dass Luisa nicht irgendwie aus Versehen nachts im Schlaf runterfällt. Und dazu nehme ich jetzt hier diese Bretter, schraube mir hier drei Stück dran, binde ich mit dem Balken und ein längeres Brett quer hier und auf der anderen Seite. Und dann ist es safe, würde ich sagen. Nachdem ich mich letztes Mal so abgequält habe, habe ich mir eine neue Säge gekauft. Die stumpfeste Säge, die es gibt. Eine Sache fehlt noch. Das sind die Ecken. Die muss ich noch ausspritzen. Die sind teilweise noch ein bisschen offen. Dazu nehme ich jetzt das Alex RF. Haben wir auch bei uns im Online-Shop. Link in der Videobeschreibung. Das ist sehr weiß. Das reißt auch nicht so schnell wie normales Acryl. Hier hat man auch keine Schwundrisse. Das lässt sich auch schleifen. Das ist sehr viele Vorteile. Also ich persönlich nehme überhaupt kein Acryl mehr, sondern nur noch hier Alex RF. Props gehen raus. Ach, das macht keinen Spaß, Barfuß. Oh. Ui. So, wie versprochen, zeige ich euch jetzt noch fertige Bilder vom Endergebnis. Geländer oben, Treppe, die Elektrik, die Lampe hängt, die Treppe, alles fertig. Jetzt muss eigentlich nur noch eine Wand, die gegenüber tapeziert werden. Das zeige ich euch vielleicht nochmal in einem anderen Video. Ansonsten hat es mich gefreut. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ihr Fragen habt zu dem Projekt, schreibt es einfach in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.